Herzlich willkommen, Freunde, hier bei Super Mario Maker. Ja, es ist ein bisschen her, knapp über zwei Wochen, wo ich das letzte aktive Video hochgeladen habe. Lag ja daran einmal an den Feiertagen und halt, dass ich dann noch schön die Erkältung abbekommen habe. Aber jetzt bin ich so einigermaßen wieder da. Ich hatte so noch ein bisschen Erkältung, was nicht ganz wirklich weggehen möchte. Aber gut. Das Level, glaube ich, kenne ich sogar schon. So, wow. Aber es soll jetzt laut Hersteller angenehmer sein. Dann bin ich jetzt nochmal gespannt. Ich habe dieses Level nur noch ganz vage in Erinnerung. Und ich weiß, ich müsste eigentlich jetzt hier mit einem Backstage-Video anfangen. Aber ganz ehrlich, zu Beginn, wenn ich jetzt hier wieder anfange neu aufzunehmen, will ich jetzt nicht mit Backstage-Video starten. Bin ich mal ganz ehrlich. Nein, oh verdammt, shit, der trifft den noch. Der ist auch so dick. Hoppa. Nein. Okay, bis jetzt ist es noch angenehm, aber werden wir sehen. Hopp, hopp. Wow. Ach, das war ein Pop-On-Launcher. Okay. Ja, jetzt kommt langsam die Erinnerung wieder an dieses Level. Jetzt kommt's langsam wieder. Jupp. Langsam kommt die Erinnerung hoch. Ach, verdammt, ich bin zu früh rein. Wow. Okay. Und ich habe auch schon gesehen, man kann in diese eine Ecke da nicht schummeln. Ach du Scheiße. Das war das. Und ich habe hier kein Power-Up mehr. Wow. Also, nicht so gut, aber okay. Ich sehe immer nur noch einen Lakito. Und weiß halt nicht, von wo dann die ganzen Bob-Oms denn herkommen. Wow. Genau das meine ich. Also, an sich, jo. Jo. Werft mal dahin. Werft mal alle dahin, genau. Dahin. Genau. Okay. Jetzt habe ich den Bob-Om mitgenommen. Bar! Also auf Anhieb jetzt geschafft. Dadurch, ja. Es ist auf jeden Fall angenehmer, ja. Was auch immer du daran geändert hast. Ich habe jetzt nicht ganz wirklich aufgepasst, weil ich das Level halt nicht mehr so vom früheren Ablauf im Kopf hatte. Aber an sich, es ist auf jeden Fall angenehmer, was ich wirklich immer noch sagen muss, ist halt, du hast halt diese Lakitos da oben, den ersten kann man sehen und danach der zweite, der dazu kommt, den sieht man halt nicht. Macht die Sache halt dann ein bisschen RNG-lastig, also dass man nicht weiß, wo wird der eine Bob-Omb hinkommen. Erst dann, wenn er wirklich direkt schon im Fall ist. Das ist der einzige, aber wenn ich das jetzt mal auf das letzte Mal zurückziehe, es wirkt auf jeden Fall. Ich kann das aber, wie gesagt, nicht sagen, weil ich die Levels nicht hintereinander gespielt habe. Es wirkt auf jeden Fall angenehmer als beim letzten Mal. Weniger Stressfaktor. So, okay. Dann will ich jetzt mal das nächste Level spielen. Ich habe nebenbei mich bei dem Level eben gerade auch selbst zu entschlossen, da jetzt noch keine Bewertung oder da keine Bewertung einfließen zu lassen, weil du das Level schon einmal eingesendet hast. Ich kann dir nur sagen, es wirkt angenehmer als beim letzten Mal. Und weil ich das jetzt auch nicht nachvollziehen kann, wie es vorher war, wie gesagt, enthalte ich mich mit dieser Bewertung. Und wie gesagt, ich habe
Ich habe auf der Minimap vernommen, dass du da diesen einen Shortcut entfernt hast, den ich ja da von alleine dann drauf gekommen bin. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertippt. Na komm schon. Na da, das doch. P-Switch Run. Okay. Der P-Switch Run. Kommt mir aber irgendwie auch so bekannt vor. Und P-Switch Run. Ob wir einen Yoshi finden können, werden wir sehen. Oh fuck. Wow. Wow. Na toll, das war's. Okay. Für einen Brian. Ach, komm. Gibt's irgendwas? Ich wollte gerade sagen, irgendwie wirkt das so, als wäre, würde es da was etwas geben. Das wäre ein gewagter Blind Jump. Oh Gott. Da hinten ist auf jeden Fall was. Schon mal, um das festzustellen. Hoppla. Verdammt, ich denke, der Sprung geht hoch genug. Nein! Verdammt. So wollte ich das eben nicht. Meh. So, okay. So, okay, so kann man da gut durch. Ah, schon wieder diese Stille. Dann gehen wir mal hier rein. So. Obwohl, brauche ich den jetzt überhaupt? Gott. Aha, dass ich da keinen Schwung aufbauen kann. Überhaupt gar nichts. Wartet mal. Ach, match mal ab. Ich will kurz das ausprobieren. Okay. Okay, damit hat sich gerade nur meine eine Frage erledigt, die ich schon mal im Kopf gestellt habe. Verdammt. Hopp, hopp. So. Einfach mal drücken. Mal gucken, wo wir hinkommen. Okay. Blind Jump. Zack. Hoppa, hoppa. So. Ah! Verdammt, ich habe es gerade vollkommen verkackt. Gedanklich total verschissen. War gut von mir. So, jetzt aber. Ah, verdammt. Jetzt habe ich mir das nicht gemerkt. Einmal, zweimal. Hopp, 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 hopp. Nein, da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Ich lasse das mal. Ich kann mir vorstellen, dass da hinten der Yoshi ist, aber ich habe jetzt gerade keinen Plan, wie ich da den Schwung aufbauen soll.
Ich glaube, ich lasse mich ab der Stelle einfach runterfallen dann. So, hopp. Das warten wir hier wieder. Und nebenbei, aber stimmt, ich sollte auch mich bewegen. Ah, verdammt. Du hast den Angsthasen falsch gespielt. Okay. Opa. Toll. Jetzt hänge ich hier fest. Also nebenbei für deine Einstufung, weil du das Level auf einfach eingestuft hast, sprechen mehrere Sachen dagegen. Wie soll ich denn das da noch packen? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt. So, hopp, hopp. Yay. Hoppa. So. Hoppa, hoppa. Fuck. Ach, toll, ich wollte das gerne mal weitermachen. Nee. Hab, hab, hab. So. Mist, jetzt habe ich die Münzen links eingesammelt aus Versehen. Ob ich Yoshi finden kann? Ich glaube, ich weiß, wo er ist, aber es hat für mich da jetzt keinen Sinn hinzugehen. Hopp, hopp. Ja, wie gesagt, die Einstufung leicht trifft auf dieses Level definitiv nicht zu. Auch wenn es vielleicht für dich leicht ist, das Level. Diese Prozentanzeige, dass dieses Level eine Abschlussrate von. Opa. Weniger als Schieß mich tot Prozent hat. Oh, das war ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Fast schon. Moment. Können ja gleich noch mal genauer nachgucken. Ich glaube, es waren. Oh, ich habe sogar einen Rekord aufgestellt. Und zwar. Ja, von unter 3%. Also, ich glaube, da musst du noch mal überlegen, ob dein Level wirklich in die leichte Kategorie geht. Weil mit 213 Leuten, wo es gerade mal 5 Stück von geschafft haben, kannst du nicht davon sprechen, dass es in die leichte Kategorie gehört. Es ist an sich von den Levels her, vom Levelaufbau her, du hast einen P-Switch-Run, aber du hast an manchen Passagen echt knappe Zeitdinger. Habe ich auch gemerkt, ich bin ja eben gerade auch schon beinahe dran gestorben. Und deswegen. Kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass das definitiv nicht in die leichte Kategorie gehört. Also dadurch auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, das mag für dich in dem Punkt leicht sein, aber für andere, die das spielen, definitiv nicht im leichten Bereich. Verdammt, ich wollte eigentlich noch einen Kommentar schreiben. Moment, da muss ich hier nochmal reingehen, wa?
Hoppla, falsche Taste. Falsche Taste. So. Da, Kommentar schreiben. Jetzt habe ich mein... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte immer so einen kleinen Spickzettel dabei, damit ich nicht vergesse, welche Punkte ich hatte. Verdammt. Optik. Ja, was soll man sagen? Bei Optik, das ist halt ein Pre-Switch-Run. Da werde ich keine bessere Wertung als B geben, weil man einfach nichts weiter Optisches gesehen hat, außer halt die Münzen und den Lauf. Und 1, 2 Röhren plus Gegner halt. Aufbau hatte ich noch. Oh mein Gott, dass ich das noch hinkriege nach der Zeit. Aufbau gebe ich ja auch nun, auch nur. Ich gebe dir da auch einen B-Rang. Das ist eine neutrale Wertung. Ein PS-Switch-Run ist halt jetzt im ganzen Konzept halt, wenn es nur ein Level daraus besteht, jetzt nichts Innovatives, nichts Inneres, irgendwas Besonderes. Stimmt, und dann hatte ich noch mein persönliches Feedback. Ja, wird mir sogar wieder vorgeschlagen. Wird mir wieder vorgeschlagen. Also zum ganzen Aufbau her, es war relativ simpel, es war nichts Ausgefallenes dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war zwar keine Katastrophe, aber wie gesagt, das ist einfach ein P-Switch-Run, Innovatives, genau, das Wort habe ich gerade gesucht. Nichts Innovatives. Oder sonst so. Du hast halt, was jetzt bei mir der Fairness-Punkt so am Überlegen ist. Deswegen versehe ich das jetzt mal mit Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie weit man das als fair machen kann, wenn das Zeitlimit, was du da gegeben hast, so knapp manchmal sein kann. Jetzt muss man, man muss es halt auf einen neutralen Spieler beziehen, ja? Deswegen stelle ich die Frage. Oh cool, jetzt hängt mir ein Kommentar direkt am Anfang, das wollte ich eigentlich nicht. Naja, egal. Egal. Ja, das ist so eine Überlegung halt. Du hast halt Abschnitte, wo diese Passage so knapp ist. Da, wo man halt sehr schnell runter muss und eigentlich ja, zu dieser Röhre springen kann, wie ich es ja die ganze Zeit gemacht habe, anstatt da, mich da runter zu hetzen. Ja, ich überlege gerade. Weil da, das ist mir nicht aufgefallen, da sind sehr viele gestorben, weil viele das im Kopf nicht umsetzen können, weil sie einfach diese Mechanik von den P-Switchen manchmal nicht so drin haben. Gut. Aber ich sehe auch anhand dessen, dass ein älteres Level von dir ist und ja. Ich würde sagen, das war's erstmal. Ja. P-Switch Run, schön und gut, aber muss nicht unbedingt für mich sein. Und ja. Bis zum nächsten Mal.